Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 bei unserem Projekt Ruffarming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren unterwegs mit, oder wir sind unterwegs mit unseren MAN TGX 880. Was für ein Kraftpaket. Prachtvolles Stück für den Steinbruch. Von der Stadt ist leider nicht meiner. Ich würde mich zwar sehr freuen, wenn er mir wäre, aber leider ist das nicht. Aber vielleicht wird das ja irgendwann mal sein. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mal das Bauamt übernehme oder so, was glaube ich nie passieren wird. Weil die zwei vom Bauamt ja auch noch relativ jung sind. Na gut, aber nichtsdestotrotz, Arbeit beim Bauamt macht Spaß. Arbeit für unseren Hof geht aber auch vor und ist beziehungsweise auch ziemlich wichtig. Und deswegen müssen wir jetzt schnellstmöglich hier erstmal in den Steinbruch kommen mit unserem LKW. Ich hoffe, dass der Radlader schon geliefert ist, aber die sind ja schon vor einiger Zeit vor uns losgefahren. So, Kieswerk, einmal hier rein. Genau, dann hoffe ich mal, dass der Herr Weber... Nee, war es der Herr Weber? Ja, doch, dass der Herr Weber noch dazukommt und uns noch ein bisschen mit unterstützt. Und ich wollte eigentlich nochmal das Fuhrunternehmen anrufen, ob die eventuell auch noch mich ein bisschen mit unterstützen könnten. Fakt ist eins, wir werden jetzt definitiv erstmal hier versuchen, das Kieswerk zum Laufen zu bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch noch nicht die Erfahrungen und ich habe es persönlich auch noch nie gemacht und für mich ist das auch absolutes Neuland. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze auch klappen wird. Ich hoffe, dass das gut funktionieren wird. So. Oh, Moment. Hier, da müssen wir aber auch mal schauen. Das müssen wir mal wegräumen. Ich glaube, das können wir jetzt hier auch eröffnen, oder? Moment, kann ich das wegräumen? Kann ich das hier beiseite tun? Wenn nicht, muss ich bei den Polizisten anrufen. Aber warte mal, dann räume ich das erstmal hier beiseite. So, Kieswerk ist offiziell eröffnet. Genau, 30 ab hier. Perfekt. So, oh, hier steht... Moment, ist das der links? Nee. Ist das der von dem Transportunternehmen? Ich überlege gerade, war das der Unimog? Nee, oder? Nee, war der mit einem Unimog unterwegs? Der war da mit dem JCB unterwegs, glaube ich. Naja, egal. Könnte auch vom Bauunternehmer sein. Vielleicht schleicht er hier auch irgendwo rum. Gut, nichtsdestotrotz, rein ins Kieswerk. Und ja, mal schauen, wenn der Radlader da ist, werden wir uns da direkt mal die ersten Schaufeln schnappen. Werden wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen und werden mal die ersten Produktionen hier in Gang nehmen. Was wir noch, also was noch ein bisschen ein Problem ist, da müssen wir mal schauen, dass wir das... Oh, wer ist er denn? Ist das der Herr Breitenstein? Hallo! Ich grüße Sie! Hallo? Herr von Breitenstein? Ich glaube, der telefoniert noch. Herr Wolfenberg? Herr... Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ja, stehen Sie gerade vor mir? Ja. Ach, ist ja interessant. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie haben wohl Ihren Transportkollegen abgelöst. Ja, der ist jetzt noch auf Werk. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder ist. Ja, nee, der hat uns gerade noch das Dings geliefert. Also hier den Liebherr. Der wunderschöne Radlader, ja. Richtig. Gut, ja, perfekt. Dann würde ich sagen, sagen Sie mir nochmal Ihren Namen, bitte. Ich bin der Herr Meier. Herr Meier. Und Vorname war? Gottlieb. Gottlieb. Ja. Das hat auch nur Gottlieb. Herr Gottlieb Meier, war ein kleiner Spaß am Rande. Ich wollte Sie mal fragen, wenn Sie einmal hier sind, Sie wollen bestimmt Geld haben, ne, für den Transport. Genau, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, was, weil diese Preise kalkulieren wir streng durch, der okay. Kollege und ich. Also es war der Transport dieses Radladers hier ja. Vom Händler, vom Fahrzeughändler, mhm. Hier in das Kieswerk. Okay. Na, und das Ganze geht an den Bauhof. Okay. Ne, oder beziehungsweise ja, Gemeinde, gut. Gemeindebauhof. Ich schreibe mir das so auf ja. Und dann geht's weiter. Alles klar, super. Sagen Sie mal, haben Sie eine Möglichkeit des Wassertransports? Also können Sie Wasser transportieren? Nein, diese Möglichkeit habe ich nicht. Hm. Wie frage ich nach am besten? Müsste ich vielleicht mal den Lohnunternehmer fragen oder so, ha? Fragen Sie mal den Herrn Bergmann, der kann Ihnen da sicher eine kompetente Antwort geben dazu. Ja, da werde ich auf jeden Fall den Herrn Bergmann mal anrufen. Beziehungsweise, ich überlege gerade, warten Sie mal, ich frage mal am Lohnunternehmen nach. Warten Sie mal. Bleiben Sie mal hier stehen. Ruf da mal an. So, da geht es nämlich gleich los hier im Kieswerk.
Lohnunternehmen, Brandt am Telefon. Hallo, Herr Brandt. Ah. Ja, schön, hallo, dass ich Sie erreiche. Mädchenskinder, ich habe mal eine Frage. Habt ihr Transportmöglichkeiten für Wasser? Um Wasser von A nach B zu fahren. Das müsste ich abklären. Geht das? Das muss ich erst abklären, ob das geht. Ich würde mich da nochmal melden. Ja, melden Sie sich einfach nochmal und sagen Sie mal, der Herr Bergmann oder wer auch immer oder Sie soll mich bitte nochmal anrufen, ja? Ja, alles klar, mache ich. Das wäre super. Ich danke Ihnen vielmals. Jo. Tschüss. Jo. Sehr gut. So, also ich habe beim Lohnunternehmer angerufen, die klären das mal ab. Okay, schön. So. Jetzt habe ich gedacht, mein Moped kommt. Was ist das denn? Klingt so, ja. Lukas Weber. Heißt dieser gute Mann, den kenne ich. Der Herr Weber, ja, das ist der Brandmeister. Moin. Moin, Sie waren ja, stimmt, Sie waren ja der mit dem, naja, Audi eben, ne? Ja. Also das ist immer noch so eine Sache für sich, finde ich. Sieht schick aus, ne? Also Weinrot, Orange und grüne, das ist... Ja, wunderschön. Ja. Herr Weber. Hat nicht jeder. Nee, den gibt's nur einmal, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Herr Weber, Sie haben ja gesagt, Sie wollen mich hier mit unterstützen. Ja, sehr gerne. Das ist super. Dann machen wir nämlich Folgendes. Und zwar, was machen wir mit dem Herrn Meier? Gottlieb, wie kannst denn du uns am besten helfen? Hast du noch was zum... Warte mal, hast du noch was zum Transportieren zufällig? Bist du hergelaufen? Ja. Ich habe einen schönen morgendlichen Spaziergang gemacht. Ja, dann mach den mal weiter. Dann bringst du uns ja gar nicht. Ja, sag mir, was ich machen muss. Ja, wenn du irgendwas mit, wo wir was reinschütten können und dann wieder rausschütten, dann wäre das super. Was brauchen wir denn hier überhaupt für diese Produktion, die wir jetzt hier haben? Ja, wir brauchen erstmal Wasser und Steine. Das ist erstmal wichtig. Ne? Wasser und Steine, dass wir quasi Kies produzieren können. Dass ich erstmal mein Grundstück ebenen kann und aufschütten kann und auf ein gutes Niveau bringen. Der Stein haben wir da unten ja bestimmt satt genug liegen in der Kuhle. Steine haben wir genug, deswegen könnte man hier den Radlader nehmen. Ich würde hier den LKW nehmen und dann hauen wir das da rein und dann kippe ich das da in den Crusher da hinten und da wird da schön lecker saftig Kies drauf gemacht. Aber wir brauchen noch Sand zum Auswaschen. Dann brauchen wir auch noch Wasser, oder nicht? Ja, wir brauchen auch Wasser. Ja, aber dann könnte ich dich ja mal beladen mit dem Radlader und du kannst mal... Das macht aber das macht der Herr Weber aber. Ja, er ist extra mit hochgekommen. Ey, danke. Ja, warte mal, Herr Rosenberg, ich könnte ja sonst. Sie sind bei der Feuerwehr, Sie haben genug Wasser. Das habe ich auch, aber das darf ich leider nicht verwenden, weil unsere Fahrzeuge einsatzbereit sein müssen. Aber normal hat die Gemeinde bestimmt doch ein Wasserfass. Jetzt holen Sie doch mal so ein LF hier hoch. Wir haben da 4 oder 6.000 Liter drin, ne? Ja, wir haben 3.000 Liter hat unser. 3.000 Liter? Ja. Ja, das sind 20, 30 Fahrten, da ist das voll. Ja, deswegen, das ist noch ein bisschen zu viel. Ja, Da würde ich sagen, ich frage doch einmal bei der Gemeinde nach, wir sind ja alles Organisationen und dann, die haben doch bestimmt irgendwo ein Wasserfass da rumstehen. Herr Weber, machen Sie mal Folgendes, wenn Sie auf dem Weg zur Gemeinde sind, wenn Sie hier oben raus rechts fahren, kommen Sie direkt beim Lohnunternehmen vorbei. Ja. Tun Sie mir mal einen Gefallen, fragen Sie dort mal nach. Ich habe da schon angerufen, die wollten das abklären. Und gucken Sie mal, ob die ein Wasserfass haben und ob wir uns das mal ausleihen können oder ob sie uns hier Wasser bringen können. Und dann wären wir, sag ich mal, gut bedient. Ja, gut, dann machen wir das. Gut, und dann gehe ich mit dem Herrn Gottlieb hier, oder also mit Gottlieb hier Steinladen. Dann Radlader bist du schon mal gefahren, ne? Oder willst du lieber den LKW fahren? Nein, Radlader, logisch, ich bin das immer gefahren. Aber pass auf, der hat Joystick-Steuerung, ganz was Neues. Ja. Na los, auf geht's. Dann folge mir. Alter Schwede, also wer sich das ausgedacht hat mit der Kombination, da war ja auch noch nicht so richtig. Da ist einer auf jeden Fall, hat einen epileptischen Anfall gekriegt bei der Farbauswahl. Und hat einmal mit dem Finger quer drüber gemalt. Über den Katalog. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir müssen hier auf jeden Fall das Ganze mal erkunden. Das heißt, wir müssen einmal hier hinten rum. Ich vermute, dass wir hier nicht hochkommen, oder? Doch, ich glaube, ich komme hier hinten hoch. Ah, es ist aber auch... Ich war noch nie im Kieswerk gewesen hier, nur einmal zum Angucken. War das hier hoch? Nee, das war nicht hier hoch. Nee, wir müssen tatsächlich nochmal rumdrehen. Ich glaube, der Gottlieb fährt mir sowieso hinterher. Von daher passt das. So.
Boah, das ist aber auch alles ein bisschen unnehmen. Mir musst du tierisch aufpassen mit den Schlaglöchern. Einmal zu schnell durchgerumpelt, ist die Achse hinüber. So, genau, dann müssen wir einmal hier runter in den Bruch an sich. Und dann können wir... Genau, und dann können wir hier unten theoretisch... Hier sind ja schon die ersten Steine. Genau. Dann machen wir das mal so. Dann laden wir mal die hier. So, dann fahre ich den mal hier rückwärts rein. Okay. Voilà, das hat schon mal gut geklappt. Sag mal, was habe ich denn heute für ein Lack getroffen? Das gibt's ja gar nicht. Oh, oh, oh. Moment. Differentialsperre. Und da geht er weiter. So, jetzt aber. Das ist doch gar nicht so was Störriges. Oh, einmal auf das gute Stück. Gut, perfekt. Ja, dann schmeiß mal rein, Gottlieb Mensch. Ich stell mich mal hinten drauf hier. Ja. Gut. Da geht noch mehr rein, Gottlieb. Ja, ja. Da geht richtig gut was rein, glaube ich. Sehen wir dann vom Gewicht, wie sich das verhält. Oh, ich muss auf jeden Fall schauen. Ich muss definitiv auch den Herrn Dings anrufen. Den Bürgermeister. Bürgermeister. Da muss ich auch noch ein bisschen was abklären. Ja, guck mal. Also, wie gesagt, wegen Gewicht müssen wir schauen. Das stimmt. Um wie fährt sich der Radlader? Es ist gut für den Steinbruch, oder? Ja, für den Steinbruch ist es gut, aber musst... Aufpassen mit dem Gewicht und der Schaufel vorne ist relativ heikel, sowas. Ja. Ja, Steine sind halt auch sehr, sehr schwer, ne? Das liegt dir dann schnell raus, bitte. Vor allen Dingen, wenn der ganz oben ist, musst du aufpassen, wegen dem hohen Schwerpunkt auch. Genau. Ja, genau, jetzt schön rein. Schon voll. Was? Wer geht da nicht rein? Oder? Wir haben Maximalgewicht. Oh. Ja, moin. Da kriegen wir richtig Durchsatz hin heute. Das wird auf jeden Fall Durchsatz ohne Ende. Ja, wir haben wahrscheinlich schon 20 Tonnen drin oder 24 Tonnen. Das ist das Problem. Ich fahre mal schnell hoch. Kannst du so. Langsam. Gut, dann werden wir jetzt hier einmal abkippen. Eieiei. Kannst ja fast eine zweite Mulde unten hinstellen. Ich glaube, hier oben, das liegen auch noch Steine. Da hinten in der zweiten Ebene müsste, glaube ich, noch was anderes liegen. Da müsste definitiv noch ein anderer Werkstoff sein. So, einmal hier rein. Lässt sich bescheiden denken, obwohl es geht. So. Okay. Und einmal rein das gute Zeug. Steine. Ja, Steine. Oh, das sieht gut aus. Alles schön reingeblätschert in den Crusher. Das heißt, wir fahren wieder einmal runter und beladen neu. Oh, das ist aber hier. Wichtig ist natürlich der LKW auch am Ende für den Transport des Kieses. Also darum geht es erstmal. Wir brauchen Kies. Nicht nur auf dem Konto. Davon haben wir jetzt gerade genug, aber es liegt natürlich daran, dass ich bei der Stadt aktiv bin gerade. So, dann rein mit dem guten Zeug. Ich hoffe, dass ich den Bürgermeister heute noch erreicht kriege. Ist aber auch ein sportliches Profil hier drauf, ey, muss man ehrlich sagen. Generell ist der LKW eigentlich eine feine Sache. Aber dass da nur 10.000 Liter reingehen, ne, mit Maximalgewicht, ist natürlich so eine... Och, ist natürlich so eine... Meine Güte. Sache für sich, ne? Da bist du mau. Sieht gut aus, Gottlieb. Ihr müsst ja einiges an Stein liegen, oder? Bis das alles abgebaut ist, das dauert ein Stückchen. Ja, das geht in Zeit. Ich werde mal den Herrn Weber nochmal anrufen. Gucken, ob der schon was erreicht hat. Moin. Ja, moin, Weber. Herr Weber, haben Sie was erreichen können? Ja, ich bin schon wieder zurück zu Ihnen. Der Herr Brandt hat mir gesagt, dass die das wohl machen würden. Aber er hätte mit seinem Chef, Herrn Bergmann, gesprochen. Der würde Sie eh noch kontaktieren. Die würden was erfahren? Die würden was erfahren, ja genau. Okay, steht da schon was fest, wann? Das konnte er mir nicht sagen. Er sagte, er hätte das mit seinem Chef abgesprochen und der würde sich bei Ihnen melden. Mehr konnte er mir, der Herr Brandt, da nicht zu sagen. Okay. Der Herr Bergmann war auch nicht leider im Hause.
Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Gut. Dann warten wir einfach mal ab, dass die anrufen, oder? Kommst du erstmal wieder hoch? Ja, ich bin auch schon oben wieder. Ich bin gerade bei der Anlage. Jawohl, passt. Bis gleich. Jo. Du, versuch mal noch was reinzuladen, Gottlieb. Ich habe mal die Liftachse gesenkt. Vielleicht klappt's jetzt mit ein bisschen mehr, aber ich glaub's nicht. Nee, schade, Limonade. Ein Versuch was wert. Ja. Eieiei, das kann ja was werden, ey, wenn immer nur so Kleckerkram hier drin ist. Vor allem 20%, der kriegt eigentlich 40.000 rein, die Mulde, das ist ja Wahnsinn. Können wir auch zwei Radlader hierher hernehmen und dann verbindeln. Weißt du eigentlich, was so ein Radlader kostet? Da wird die Himmel Angst? Ja, das weiß ich. Das ist, nichts, gar nichts für zwei. So. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Gemeinde. Dann rufe ich jetzt auch gleich nochmal an hier. Ja, von Breitenstein hier, guten Tag. Herr von Breitenstein, ich grüße Sie. Ich wollte mal nachfragen, ja. Nicht auf das Piepen hören im Hintergrund. Das ist, ich bin hier gerade am Arbeiten. Mit dem LKW. Ich sehe das schon, ich bin hier gerade im Steinbruch. Ich wollte Sie mal besuchen kommen. Ach, Sie sind im Steinbruch? Ja. Ach, das ist ja praktisch. Da kann ich wieder auflegen. Ja, ich komme zu. Passt so oft, da hinten wird gearbeitet, ne? Ja, alles klar. Ich suche mir den Weg. Fahren Sie ruhig geradeaus hinter, ich sehe Sie da doch, Mensch. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, na, das ist ja witzig. Da ist der jetzt gerade da, na perfekt. Dann passt das doch. Vorsicht, da kommt jemand angebrettert. Ja, wo ist denn jetzt der Herr Weber? Der stand doch gerade da oben. Warte mal, da gebe ich mal dem Herrn Weber den LKW hier. Du, Lukas? Ja? Würdest du den LKW nehmen und würdest hier mal ein bisschen Steine hochfahren, dass wir die Produktion voll kriegen? Der Herr Breitenstein ist da, ich möchte ihn mal kurz empfangen. Alles klar, kein Thema. Danke dir vielmals. Jo. So, dann hoffen wir mal, dass sich der Lohnunternehmer noch... Ach, Herr Breitenstein, pass auf, komm, lass uns mal hier runtergehen. Hier wird geschoben, hier wird gearbeitet. Oder hier hoch. Das schon. Da haben wir einen guten Ausblick. Ja, ein erhöhter Ausblick ist immer schön. Na, warte, dann lass uns hier hochgehen. Oh Gott. Ach, hier geht's ja runter. Hilf? Ja, pass auf, das ist hier, wird überall gebuddelt. Gebuddelt und gebaggert. Ich hab extra schon die Warnblinkanlage angemacht von meinem schönen BMW. Mhm. Das ist ja wunderbar. Damit er nicht übersehen wird. Ja, das haben Sie recht, da haben Sie recht. Aber Sie haben es schön an der Seite geparkt, von daher. Ja. Was ist das? Herr von Breitenstein, Mensch, das ist ja gut, dass Sie da sind. Ja. Sie wollen sich wohl mal das Kieswerk anschauen? Ja, was heißt anschauen? Ich kenne das ja schon, aber ich wollte mal so gucken, was sie hier alles so Schönes machen. Also, ne, alles mal unter Kontrolle bleiben. Also aktuell bauen wir, also das sind die zwei Geräte, in die wir erstmal, also in die das Bauamt investiert hat. Der geht aber komisch mit dem Anhänger um. Ja, der ist ja nicht ganz so erfahren. Okay. Der ist eigentlich, fährt ja nur Sachen von A nach B. Und dann fährt er ein Radlader. Nein, der hat natürlich Erfahrung. Das ist der Herr Gottlieb, also der Gottlieb Meier vom Transportunternehmen. Ah, okay. Ja. Gut, Herr von Breitenstein. Und zwar folgendes, wenn Sie schon einmal da sind. Also wir fahren gerade Steine, weil wir wollen jetzt hier die Kiesproduktion in Gang nehmen, dass wir die Stadt erstmal so weit mit Kies, also mit Kies für Baumaßnahmen. Moment. Ja. Hallo? Ja, hallo, hier ist Kurt, moin. Oh. Bin ich da bei Roswin? Oswin. Entschuldigung. Oswin Rosenberg. Ja, yeah. Hallo Oswin. Hallo Herr Kurz. Kolmleiter. Leitner. Ja. eine kurze kleine Frage habe ich eben. Arbeitest du beim LU? Nee. Aber du hattest letzte Mal da mit dem ja irgendwas gemacht, da gehäckselt oder sowas. Achso, ich arbeite beim Bauhof und das LU hat den Bauhof engagiert zur Unterstützung zum Abfahren von Häckselgut. Ah, okay. Ja, okay. Und da war ich damit involviert. Dann hat sich das schon geregelt, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich, ich habe irgendwie versucht zu vermeiden, den Herrn Bergmann anzurufen, aber ja gut. ich merke schon, mit dem Herrn Bergmann ist so, seitdem du da Polizeipraktikant oder Auszubildender jetzt, ne? Auszubildender, ja. Ja, ist da so eine Sache für sich, oder? Ja, genau, wenn ich da was sage, also, der hat mich heute grundlos beleidigt. Der Herr Bergmann? Ja, ich stand einfach nur da. Ich glaube aber, das gehört zu deiner Tagesform. Erstmal jemand wegbeleidigen. Zu meiner?
Nee, zu seiner. Ach so, ja, das kann sein. Ja, der ist manchmal ein bisschen sehr krummelig, aber wenn man dem mal kurz Konter gibt, dann geht's eigentlich. Ja, ja, als ich dann Poloch gesagt habe, da war Ruhe. Ah. Ja, okay. Gut, Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Alles ja, klar. Ciao. So, Herr Breinstein? Ja, ja. Gut, folgendes. Und zwar, genau, um die Stadt jetzt mit Kies zu versorgen und mit Kalk, wenn man, ja, wenn jemand Kalk braucht, können wir natürlich auch Kalk zu verkaufen. Und unser großes Ziel ist natürlich, das Zementwerk anzuschmeißen, dass wir hier unseren eigenen Zement produzieren, nicht mehr teuer importieren müssen. Ja, ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Da haben wir natürlich ein paar schöne Nebenprodukte, die wir mitverkaufen können. Das ist ganz gut für den Bauhof. Wenn Geld in die Kasse fließt, ist immer gut für die Gemeinde. Richtig. Und mein Lohn am Ende. Und für die Stadt. Und die Stadt. Und mein Lohn am Ende. Und für die Gemeinde. Genau. Und am Ende ja auch mein Lohn. Okay, wenn Sie das meinen. Ich hoffe zumindest, dass ich hier nicht umsonst arbeite. Nein, Spaß. Bis jetzt hat es ja immer gut geklappt. Ich wollte nur noch eine Frage stellen. Und zwar, ich habe ja die 151-Parzelle jetzt übernommen. Ja. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich habe den Anton Reingrub auch 600.000 Euro gegeben, dass er den auslösen kann, dass er den Hof weiter bewirtschaften kann. Sehr schön. Das ging ja flott. Super. Ja. Also wir sind uns auch einig. Er hat mir jetzt auch angeboten, seine Maschinen mit zu benutzen oder auch mal mit zu helfen, wenn Luft ist und alles. Und das ist wirklich eine sehr schöne Kooperation. Okay, und er will mir das halt natürlich dann auch zurückzahlen. Und jetzt geht es aber darum, Sie hatten ja mal erwähnt, wegen Pachtflächen. Ja. Ich werde jetzt nach und nach ein bisschen meinen Hof aufbauen und tun und machen und ein paar ein Gebäude bauen und... Meine kurze Zwischenfrage. Wollen Sie das alles zeitlich schaffen? Bauhof und Landwirtschaft? Soll das klappen? Also Bauhof ist ja natürlich aktuell mein Haupterwerb. Aber das soll ja nicht für immer so bleiben. Also ich bin ja beim Bauhof in dem Sinne auch nur beschäftigt, wenn Aufträge vorliegen. Also Unterstützung oder wenn eben jetzt gerade hier mit der Übernahme vom Kieswerk hat man mich eben vertraut gemacht und alles, dass ich da zu tun habe. Aber mein oberstes Ziel ist natürlich auch so ein bisschen was Eigenes mehr aufzubauen. Ja, okay. Ich habe auch, kann ich Ihnen schon mal verraten, aber sage ich Ihnen ganz ehrlich, das muss unter uns bleiben. Herr von Breidenstein. Ja. Ich habe nämlich mit dem Herrn, wie heißt der hier? Rosenkohl? Nee. Rotwild? Ach, Rotwild. Der das genau. Weingut in Gang bringen möchte. Genau, und der will ja den Weinberg da bewirtschaften und will da ja mit Träubchen und alles. Und mit dem habe ich nämlich schon gesprochen. Wir wollen vielleicht zusammen weil ich auch so ein bisschen so ein Auge drauf gemacht habe, vielleicht die ein oder andere Produktion auch zu bauen. Okay, also in die Kälterei oder wie? Genau, wir wollen vielleicht einen richtig guten Federweißer oder sowas. So eine Apfel. Ja, oh, was ganz Feines. Altstädter Federweißer. Das schmeckt doch schon, wenn man es hört. Ich sag Ihnen, das geht auch runter. Das ist wie Traubensaft. Das ist abnormal. Ja. Richtig guter Federweißer. Oh, lecker. Ganz, ganz lecker. Und da ist ja auch die Flasche ist da ja immer ein Stückchen offen. Ne, der Deckel ist ja nicht ganz verschlossen, weil der noch nachgärt. Der gärt ja nach, genau. Hab ich schon viel gelernt bei dem Herrn Rosenkohl. Rotwild. Rotwild, genau, Rotwild. Rosenberg Rotwild. Heißen sie. Stimmt, so rum war das. Genau. Und deswegen, glaube ich, wird das eine coole Sache werden. Okay, also verstehe ich es richtig, dass Sie das hier erstmal übergangsweise haben und dann voll in die Landwirtschaft bzw. in die Produktion. Genau, also ich möchte natürlich auch selber ein bisschen produzieren, aber Sie wissen ja, wie es ist. Ne? Mit ein bisschen Land, mit ein paar Hektar hier und da kann ja kein Mensch von leben. Aber am Ende kann man vielleicht für die eine oder andere Produktion sein Produktionsgut ja auch selber herstellen, zumindest einen Teil davon. Vielleicht tun sie sich auch mit dem Landhandel zusammen, um für den Landhandel Güter zu erwirtschaften. Ja, also das würde ich eh machen. Ich würde eh immer fragen, also generell bei... Dem Herrn Reingrub auch schon angeboten, was heißt angeboten, aber als Idee mit auf den Weg gegeben... da ja alles hier vor Ort produziert werden soll und er würde das gerne selber machen und das und so, meinte ich zu ihm, ja, dann soll er sich vielleicht einen Landwirt als Partner holen. Ja. Wäre das eine Maßnahme. Das ist eine sehr gute Idee. Soll ich ihm was sagen? Das ist eine super Idee. Das ist ein guter Tipp. Dann werde ich mit dem Michael mal sprechen. Ja, ich glaube, das ist so am einfachsten, schnellsten, weil Landhandel, der muss laufen und da müssen wir ja alle irgendwo miteinander arbeiten. Der braucht ja auch definitiv mehrere Landwirte, um seinen Landhandel gut zu beschäftigen, denke ich. Richtig. Super. Dass nicht einer alles macht, sondern eine Kultur, der andere die nächste.
oder wie auch immer. Genau. Wie haben Sie sich das denn gedacht mit den Pachtfeldern? Gibt es da noch aktuell, also ich, wenn ich jetzt hier mal die Karte so aufblätter, ist da bestimmte Flächen, die die Stadt jetzt, sage ich mal, gerne verpachtet sehen möchte? Oder gibt es eine Auswahl, wo man sagen kann, okay, das ist als Pacht vorstellbar, da können Sie sich was raussuchen und auch also, so die Preise an sich halt, ne? Primär die an Straßen liegen, weil die sieht man, wenn jetzt hier Touristen durchfahren und da liegt eine Brachfläche oder total abgeranzte Ackerfläche, das sieht alles nicht so schön aus. Das kann ich nachvollziehen. Weil wir wollen ja die Touristen ja auch hier haben. Denn ja. Auch diverse Anlagen für Touristen. Also, ja. Gerade solche Flächen wie auch straßenseitig gelegen, die 153, ist die an der Straße? Doch. 153, 154, 155 ist an der großen Straße. Die ja, 100, ja. 157, gut, das geht dann schon wieder richtig weit weg. Aber solche Sachen, das sind schöne Felder, denke ich. Ja, ich denke auch. Also. Es ist ja generell die ganze Charge 48, 46, 47, 48, 49, 42, 43, 41, sind ja überall gehen ja Straßen drumherum. Also das ist ja, ich denke, das wäre schon gut, wenn die wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht werden würden. Also gerade auch hier Feld oder Parzelle 150, 152 würde auch super passen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man die auch, wenn es ihnen passt, mit die haben wollen, auch zusammenlegen. Hätten sie ein Feld. Ja. Das bauen. Könnte ich auf jeden Fall prüfen. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass da kein großer Baumbestand weggenommen werden muss oder genau. Müssen wir vorher mal schauen nach Nistplätzen und so weiter. Wie wollen wir das denn machen? Soll ich, würden Sie mir da mal vielleicht eine Liste fertig machen? Oder? Naja, also Sie sind der Landwirt, Sie müssen kalkulieren. Ja. Also sprich, Ihre Spritkosten und Fahrzeugkosten sollen. Sie sagen einfach, welche Felder Sie gerne hätten, was für Sie am günstigsten liegt. Ja. Und dann kommen wir irgendwie auf einen Nenner. Ja, genau. Dann müssen wir nochmal wegen den Pachtpreisen uns dann unterhalten. Ja, das kriegen wir. Genau. Okay, super. Dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, gucke ich mir mal ein paar Felder an. Ich sehe, dass auf der Karte ist, das ist schön rauszusehen. Und dann machen wir das so. Genau. Ich glaube, das ist die einfachste Lösung, wenn Sie einmal sagen, welche Sie brauchen. Da rufe ich Sie auf jeden Fall heute noch an. Ja, das ist kein Problem. Okay, noch? Gut, dann einen schönen Tag noch und nicht ganz so staubig. Ja, danke, Herr von Breitstein. Tschüss. Und sagen Sie schöne Grüße Ihrer Cousine? Genau, die Valerie. Valerie, sagen Sie ja schöne Grüße. Haben Sie ein Auge auf Sie geworfen, sagen Sie mal. Ja, die hat ein Auge auf mich geworfen? Ob Sie? Ach so. Oh, ich weiß, dass ich mir jetzt Sorgen machen muss. Nein. Also die, ich finde die nur nett. Okay. Na? Alles dann klar, tschüss. Ciao. So, Gottlieb, Mensch. Seid ihr gut vorangekommen? Ja. Ich muss jetzt ganz dringend los, ich habe noch einen Transport, aber du weißt ja, wie der Radlader funktioniert, oder? Nee, alles gut. Ich denke, wir haben auch schon gut was drin. Also wir werden noch ein bisschen weitermachen und dann passt das, ne? Weißt du, wie er funktioniert, oder? Muss ich noch natürlich weiß ich, wie er geht. Ja, ich arbeite beim Bauhof. Ja. Alles klar, Gottlieb, dann danke dir vielmals und sag mir Bescheid, was du kriegst dann am Ende, ne? Ja, wir kommen dann vorbei und dann kannst du ja auch noch ein paar Tage bei uns vorbeischauen. Perfekt, mach mal so. Wir müssen sowieso vorbeikommen wegen dem HKW. Ja, das na? Wird wunderbar. Großartig. Alles klar. Perfekto. Gut, bis dann. Ciao. Schönen Tag. Tschüss. Ciao, die. Sehr schön. So, Alex. Nee, Lukas war das. Lukas Weber, ne? Der ja, Lukas. Genau. Lukas, super. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend mit den Steinen und kümmern uns erstmal ums Wasser und sehen zu, dass die Produktion am Laufen kommt. Ja, können wir machen. Dann Maschinen hier stehen lassen oder willst du hier eine Scheune wieder haben? Die stellen wir wieder runter auf jeden Fall. Fahren wir wieder hinter. Ja? Alles klar. Nimm gerne den Radlader. Gut. Bis gleich. So, meine Lieben. Perfekt. Dann haben wir das schon mal erledigt und haben hier schon mal einen guten Nenner. Wichtig ist, dass wir uns definitiv nebenbei hier um die Pachtfelder kümmern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, ihr kriegt eine Aufgabe. Schreibt mal in die Kommentare, welche Felder ihr für angemessen haltet und was ihr der Meinung seid, wie viele Felder wir nehmen sollen. Ich würde ja schon so sagen. Also so, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Also so 6 Felder hätte ich schon ins Auge geworfen erstmal. 5-6 Felder, weil wenn die einmal bewirtschaftet sind, dann, ich meine, klar, die machen immer Arbeit, aber im Großen und Ganzen sollten wir das gestemmt kriegen. Ich sag mal, wenn die Kiesproduktion hier erstmal läuft, dann ist ja sowieso erstmal entspannt, ne?
Gut, in diesem Sinne sind wir erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Manus.